Man stelle sich das einmal vor. Man verliert eine Hand, einen Fuß oder ein Bein bei einem Unfall. Doch innerhalb weniger Wochen sind die Gliedmaßen wieder nachgewachsen und funktionieren, als sei nichts gewesen. Seit mehr als 150 Jahren jagen die Wissenschaftler diesem Traum nach. Denn es gab Anlass. Man beschäftigte sich mit einem Überlebenskünstler, einem Schwanzlurch namens Axolotl. Er kann das nämlich alles und ist wegen dieser seiner Fähigkeit zur Regeneration von Gliedmaßen ein Schlüssel bei der Erforschung dieser Mechanismen. Jetzt, nach 150 Jahren, sind Forscher aus Wien und Dresden sowie dem Institut für Theoretische Studien, kurz HITS, in Heidelberg dem Geheimnis nachwachsender Gliedmaßen, Muskeln und Nerven ein Stück weit auf die Spur gekommen. So sieht er also aus, der Axolotl. Ein freundlicher Geselle aus Mexiko, der scheinbar keiner Fliege was zuleide tun kann. Und doch hat er auch eine dunkle Seite. Das etwa 20 bis 30 cm große Tier ist kannibalistisch veranlagt. Vielleicht ein Grund, warum er diese besondere Fähigkeit entwickelt hat. Der Informatiker Dr. Siegfried Schleusnig vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien, kurz HITS, ist gemeinsam mit Wissenschaftlern vom Forschungsinstitut für molekulare Pathologie in Wien und dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden jetzt dem Axolotl zumindest ein Stück weit auf die Spur gekommen. 5 Jahre hat man an dem Projekt gearbeitet. Das Ziel war primär die Entschlüsselung des Erbguts des Axolotls. Das Problem hier war, dass das Erbgut des Axolotls die 10-fache Größe des menschlichen Erbgutes hat. Das alleine sorgt schon für eine große Komplexität des Problems und auch eine schwere Handhabbarkeit, weil es einfach groß ist. Man kann sich das vorstellen, man hat ein sperriges Objekt, das auf einmal größer wird. Und es wird einfach immer schwieriger, damit umzugehen von einer rechnerischen Seite aus. Mit ungefähr 32 Milliarden Basenpaaren ist die Erbinformation des Axolotl also mehr als 10-mal so groß wie das menschliche Genom. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um das größte bisher entzifferte Genom. Da es sich bei dem Schwanzlurch um einen sogenannten Modellorganismus handelt, nahm man die Mühe gerne auf sich. Bei einem Axolotl kann man die Gliedmaßen abtrennen und innerhalb weniger Wochen regenerieren sich die vollständig. Das heißt, die Knochen, die Blutgefäße, die Nerven, alles wird komplett neu gebaut und es resultiert dann in eine voll funktionsfähige neue Gliedmaße. Wie das aussieht, zeigt diese kleine Bildfolge, die uns ebenfalls von dem Wiener Forschungsinstitut für molekulare Pathologie zur Verfügung gestellt wurde. Kein Wunder, dass man sich für diese Fähigkeit besonders interessiert. Ultimativ geht es darum, diesen Mechanismus zu verstehen und herauszufinden, wie viel von diesem Mechanismus in uns noch existiert, dass man dann für Heilung von menschlichen Verletzungen am Menschen benutzen könnte oder wie sehr dieser Mechanismus auf uns übertragbar wäre. Ein Fall für die Biologie, sollte man meinen. Doch die Entschlüsselung eines so großen Genoms ist in allererster Linie eine rein rechnerische Herausforderung. Geholfen hat bei dieser Arbeit, dass das HITS über ein leistungsstarkes Rechenzentrum verfügt, sodass die Wege kurz waren und man auch keine Wartezeiten bei anderen Großrechnern in Kauf nehmen musste. Wir haben einfach uns die Zeit genommen, ein neues Stück Software von Grund auf zu entwickeln. Das ist ein Luxus, den man in der Wissenschaft sehr selten hat. Für das Axolotl mussten wir für unsere Software ein neues Verfahren entwickeln, mit dem wir auf der einen Seite Rechenzeit sparen. Das mussten wir eigentlich machen, weil sonst würden die Rechner, die hier im Keller stehen, noch immer laufen. Und auch wir wären an die Grenzen von dem Plattenplatz, den wir zur Verfügung haben, gestoßen. So, und gleichzeitig, weil wir alles hier entwickelt haben und Zeit hatten, über neue Konzepte nachzudenken, haben wir es geschafft, noch das Endergebnis um eine Größenordnung in der Qualität zu verbessern, als das, was für das nächstgrößte assemblierte Genom erreicht wurde. Tatsächlich, mit der genetischen Karte in der Hand fand man dabei mehrere Gene, die nur beim Axolotl und anderen Amphibienarten vorkommen und in regenerierendem Gewebe aktiv sind. Die Biologen haben jetzt das erste Mal die vollständige Sequenz des Axolotls zur Verfügung. Viele Experimente, die von den Biologen gemacht werden, brauchen heutzutage einfach die Sequenz des Erbgutes. Ohne die bewegen die sich eigentlich im Dunkeln, das muss man sagen. Dadurch ist es jetzt das erste Mal möglich, hier kontrolliert Experimente mit Genen, die
von denen vermutet wird, dass sie für die regenerative Fähigkeit verantwortlich sind, durchzuführen. Auf die Ergebnisse ist man nicht nur am Hitz gespannt. Man hofft, dass es nicht noch einmal 150 Jahre dauern wird, bis die Forschung die Fähigkeiten des Axolotl auf den Menschen übertragen kann.